Ja, mein Name ist Andreas Brausch. Ich bin der Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Losheim am See und traf gestern als erste Einsatzkraft hier an der Einsatzstelle auf der Walnerplatte bei dem brennenden Windrad ein. Kurz nach 23 Uhr, so circa 23.10 Uhr, wurden wir alarmiert zu brennendem Windrad auf der L377 zwischen Losheim und Rissenthal. Ich wohne unweit der Einsatzstelle, war als erster am Einsatzort und es kam zu hellem Feuerschein. Die Gondel und ein Flügelrad brannten in voller Ausdehnung und zahlreiche Teile flogen schon von oben dem Windrad auf das Gelände unterhalb und auf die Verbindungsstraße, die L377. Ja, löschen konnten wir nicht. Das Windrad ist halt so hoch, das sind 100 Meter etwa hat die Gondel. Wir haben großräumig mit unseren Einsatzkräften abgesperrt, das nähere Umfeld uns angeschaut, ob dort die Trümmerteile jedenfalls noch was in Brand gesetzt haben, aber durch den starken Regen, Gott sei Dank, hat es nicht angefangen zu brennen auf dem Boden. Nach Rücksprache mit dem Betreiber und der Firma, die diese Windräder aufstellt, könnte noch Gefahr bestehen, dass noch Trümmerteile vom Windrad runterfallen und dann gegebenenfalls auch auf die Straße und dort Fahrzeuge oder auch Personen verletzt werden können und Fahrzeuge beschädigt werden können. Deswegen ist auch der ganze Umkreis um das Windrad voll jetzt gesperrt mit Beschilderung. So, man soll sich halt nicht in dem Bereich aufhalten und sollte das ganze Gebiet hier meiden. Wir waren mit knapp 40 Personen hier vor Ort. Zwischenzeitlich konnten wir einige wieder in den Stützpunkt zurückschicken. Eine kleine Brandwache blieb bis so 4:30 hier vor Ort und hat das beobachtet. Und dort war endgültig nachher Feuer ausgemeldet worden. Und auch diese Mannschaft konnte dann einrücken und wieder in ihre Betten gehen und weiter schlafen. Ja, es kommt nicht, Gott sei Dank nicht so oft vor. Nein, wir hatten definitiv in unserem Einsatzbereich noch kein brennendes Windrad oder eine abgestützte oder zerstörte Gondel oder Flügel. Das gab es in unserem Einsatzgebiet bisher noch nicht hier.